Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Reaction hier auf meinem Reaction-Kanal. Wir reagieren heute wieder auf RMX Diego und zwar mit dem Track SpongeBob's Murder, ich hab grad irgendwie Burger gefühlt gesagt. Produziert das ganze Ding ist natürlich von Vegard und a Remix bei LXN. Ich bin sehr gehypt. Schauen wir mal hier Video von Remix Diego. Und hier noch ein paar Leute von ihm. Und ja, ich würde sagen, wir starten einfach mal direkt rein da. Gib ihn. Also ich muss gerade sagen, die Drums haben mir sehr gut gefallen. Also falls das Drums waren, aber es hat sich sehr nach Drums angehört. Sehr lecker. Backen Kassettenspieler, die meisten waren in den Ghettos Dealer, Gangmitglieder. Mittagskörbe werfen auf den Basketballplatz. Abendscheine machen auf den Straßen mit Drugs. Draußen ist es kalt, du siehst Penner um Geld betteln. Währenddessen sitzen die Banker in Chefsesseln. Yo, die meisten meiner Nachbarn fixen. Man sieht Junkies auf dem Asphalt sitzen und sich den Abfall spritzen. Wie vergessen. Aber ich finde das Video gerade sehr, sehr geil, so aufgebaut aus dem Geo-Diss von 2013 oder 14, korrigiert mich gerne, und von Yellow Bar Mitzvah tatsächlich. Fühle ich, also feiere ich sehr. Ich glaube, da war auch noch ein anderes Video mit drin. Sonst mal gucken, welche Videos ich einfach so erkenne. So, mal gucken, keine Ahnung. Doch sie sterben dran, so ist der Werdegang. Ich kaufte mir von meinem ersten Geld die erste Garne, sorgte sie auf irgendeinem Fußball. Gut, okay, das war jetzt gerade Star from the Bottom und Apocalyptic Infinity. Plattform-Dealer, kurz darauf hielt ich sie an den Kopf vom Supermarkt-Kassierer. Also werd nie vergessen, wie wir mit den Kumpels Packs packten. In der Hood das Cash machten, vor dem Bullen wegrannten. Ich schnürte die gelben Chucks, lief mit Plankton Weed in Socken durch Bikini-Bottom, hab mit dem Grünen das Geld gemacht. Damals ging ich raus in der Nacht, hab das Telefon auf lautlos gemacht und dann Autos geknackt. Stach ins Cabrio verdeckt, schnitt die Kabel der Alarmanlage weg. Dann am nächsten Tag das Radio vercheckt. Ich guckte durch die Jalousien raus im 9. Stock und im Kauf den Leute Stoff zwischen grauen Häuserblocks. Doch man wurde hier nicht reich, nur durch Zeug verticken in Ghettos. Hin und wieder Diebstahl und räuberische Erpressung. Sei bereit, denn du wirst oftmals in ein Hinterhalt gelockt. Deshalb halte ich den Finger an dem Trigger meiner Glock. Boah, die Hintergrundmusik passt aber auch mies geil einfach zu diesem Beat, ne? Also, ich meine, die Hintergrundmucke passt halt irgendwie geil auf die Stimmlage von SpongeBob, Alter. Also, mad respect daraus, Digga. Also Remix ist ja von LXN, ist ja nicht von Remix, Diego, sondern von LXN. Oh, ich muss sagen, Digga, sehr, sehr stark. Sehr, sehr stark auf jeden Fall. Also, muss man jetzt aber kurz wirklich mal sagen, ne? Also, Digga, Bruder. Schon hart, Alter. Also, ich muss ehrlich zugeben, ich könnte mich wirklich niemals hinsetzen und sowas selber machen. Habe ich, glaube ich, schon mal in einer anderen RMX-Tego-Reaction gesagt, dass ich das niemals machen würde. Einfach, weil ich, glaube ich, die Geduld gar nicht hätte, sowas zu machen. Ey, man braucht da ja wirklich so viel Geduld, ne? So, Digga, einfach krank. Aber trotzdem, Szenen sind echt geil, die er rausgenommen hat aus den jeweiligen Videos. Da ist jetzt zum Beispiel ist auch Death Row aus dem Comeback von Sunny mit Yuri zusammen. Und ich muss einfach wirklich mal sagen, also Props gehen nach raus, Alter. Und ey, Digga, ganz ehrlich, mad respect, bro. Mad respect. Also ganz ehrlich. Ich muss generell sagen, RMX Diego ist sowieso meiner Meinung nach zusammen mit den anderen Leuten halt hier mit Pask Beats und LXN und wenn es da noch alles gibt, ich glaube Huti oder warte mal, es stehen ja auch ein paar von denen, glaube ich, auch in der Videobeschreibung, deswegen ich schau mal eben nach, wen ich da jetzt noch meine, mir fällt gerade der Name nicht ein. Wait a minute, lass mich schnell nachgucken. Genau, hier Huti habe ich halt sehr oft mal gehört hier.
Pass Beats auf jeden Fall auch, kann man auch unbedingt mal vorbeischauen. Ja, ich glaube, die anderen stehen hier gar nicht drin, die ich noch gehört habe. Aber es ist halt sehr krass auch, muss man ehrlich mal zugeben, dass sie sich da wirklich halt hinsetzen, meist einen Tag lang oder meist sogar länger und oder manchmal auch nur 2, 3 Stunden so, weil halt so ein, also vielleicht auch mehr als 2, 3 Stunden, ich weiß ja nicht, wie lange sowas ungefähr braucht, so, ich habe keine Ahnung, aber dass sie sich da hinsetzen und sowas, passt dann leider krank. Eier krank. So, machen wir da. Letzte Minute so gesehen. Gib ihn. Ich fragte mich, warum's in der Nachbarschaft niemand rausschaffte. Weiß es in der Blutbahn und Ballermann in der Bauchtasche. Die meisten meiner Leute wanderten im Bau wegen bewaffnetem Raub. Hol die Kasse raus und lauf. Es war jedes Mal das gleiche. Pump Action, Tankstelle, Hochname, Anwälte, Handschelle, Knastzelle. Yo! Damals war ich Kleinkrimineller. Damals war ich Kleinkrimineller. Ich finde auch jetzt die Stimmlautstärke geiler, dass der Beat mehr raussticht. Also das fühle ich wirklich mehr. Also das fühle ich generell gerade einfach. Hinter mir die Cops, vor mir ne Karriere, du machst weiter, denn du weißt, es ist besser. Ich war Kleinkrimineller, yo. Damals war ich Kleinkrimineller, damals war ich Kleinkrimineller. Viel zu wenig Cash, so viel Adrenalin, aber heute hat sich eines geändert. Ich war Kleinkrimineller. Bye, guys. Auch dieses Ausklingende vom Beat wieder. Boah, ich liebe das. Ich liebe dieses Beat ausklingen lassen, ne? Ich liebe das. Es muss es viel, viel mehr geben. Ah, okay, hier steht es auch nochmal: Remix bei LXN und Video bei RMX. Ja, MX Diego, ja, wahrscheinlich. RMX Diego. Ja, Mann. Leute, das war SpongeBob's Mörder und meine Reaction dazu. Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst sehr gerne ein Like und ein Abo da. Und ich würde sagen, wir sehen uns entweder im nächsten Video hier auf dem Reaction-Kanal wieder oder im nächsten Video auf dem Hauptkanal. Ich würde sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüssi.